Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind immer wieder im Pausenmodus. Warum sind wir dies, warum sind wir das? Ganz einfach, wir wollen mit ihm hier noch mitfahren und das machen wir natürlich auch. Wir haben hier gestern aufgehört und setzen das jetzt fort mit diesem, ja doch relativ coolen gelben Zug der Bahnbaugruppe. Die Bahn baut jetzt aber nicht, sondern die zieht Güterwagen. Die Lokomotive. So, einmal hier rauf über die schöne Stahlbrücke rüber. Die ist ja zweiteilig, da hinten geht's weiter. Wobei, eigentlich könnte man hier die Brötchen rauswerfen. Weil die sind ja eh hier für diese Städtchen. Da werden wir jetzt gleich noch gucken wegen den LKWs. Ja, ist aber schwierig, weil, ja, das ist wahrscheinlich gefährlich, wenn du hier aus dem fahrenden Zug Brötchen rausballerst. Ich denke mal, die dürften dann so hart sein wie Steine durch die Geschwindigkeit. Vermutlich. So, aber eine schöne Strecke. Relativ langsam. Hier mit der parallelen Autobrücke, genau, da verkehrt der Bus noch. Der versorgt Reichenau sozusagen mit Infrastruktur, damit die zum Bahnhof hier in Allensbach kommen. Allensbach war es. Ja, steht ja unten auch im Fahrplan drin. Hargenau. So, einmal um eine Kurve rum. Jetzt muss ich schon gestehen, ich weiß wieder überhaupt nicht mehr, wie wir jetzt irgendwie da reinkommen in den Güterbahnhof, aber wir werden es rausfinden. So, hier haben wir Allensbach. Auch relativ schön hier, auf dem Hügel teilweise die Häuschen. Ach, erstmal noch mal in den Tunnel rein. Okay, wo geht's denn links hin? Ach, in den Personenbahnhof. Ach, wir haben zusätzlich noch mal ein Gleis gemacht. Jetzt, ja, jetzt weiß ich wieder. Wir hatten gestern noch einen Stream, hier schön Tunnelsignal. Wir hatten gestern noch einen Stream, das heißt, mein letzter Kontakt mit Transport Fever 2 war ein ganz anderer, nämlich das wirtschaftliche Spielen. Deswegen wusste ich jetzt für einen Moment gerade nicht mehr, wie, was, wo. Und wir sehen hier immer noch die vielen Leute. Wir kriegen das wahrscheinlich mit diesen drei Zügen, die wir jetzt gemacht haben, hier mit diesen drei Triebwagen, nicht gewuppt, dass hier die Leute wegkommen. Das sind ja Scharen. Heieiei. Da kommt zwar gerade ein Kollege, der Leute aufnimmt. Was bist du für einer? Aha. Ja, wir gucken uns das nochmal ganz kurz an. Wobei, das ist doch, glaube ich, sogar eine andere Linie, oder nicht? Och, der Herr Gell hat noch geschrieben, wo ich doch hier gerade die P-Tafeln sehe. Dass wir viel mehr P-Tafeln brauchen. Da bin ich eigentlich gleicher Meinung. Vor allem tatsächlich bei Bahnübergängen, beziehungsweise vor Bahnübergängen. Heieiei, okay. Massen. Das wird mit dem hier nicht zu wuppen sein. Wir haben hier zwar ein paar Fahrzeuge, das sieht man. Aber die Kapazität von denen mit 30 ist ein bisschen zu wenig. Nur hier vielleicht ein, zwei Doppeltraktionen draus machen. Das wäre eine Möglichkeit. Was ist das denn für eine Strecke? Ja, nicht wirklich weit. Also da haben wir wahrscheinlich jetzt schon Standzeiten. Ja, ja, man sieht's. Das ist nicht so ideal. Ich mache mal Folgendes. Fahrzeug verwalten. Wir nehmen mal zwei hier raus. Zack. Und machen hier aus denen. Ändern. Nicht ersetzen. Sondern gewählte Fahrzeuge ändern. Wir machen hier Doppeltraktion draus. Jetzt muss ich nur das Teil hier wieder finden. Das wäre gewesen bei wahrscheinlich Diesel. Irgendwo hier. Bin ich schon rübergescrollt? Wahrscheinlich schon. Oh, da fällt mir gerade ein. Wir werden auch gleich den Railchat noch entsprechend ändern. Da weiß ich nämlich jetzt, wo wir den finden. Also wo der Railchat auf welcher Linie der ist. Sag mal. Ich sehe das gerade nicht. Ist aber auch irgendwie... ein relativ kleines Fenster, muss man sagen. Das muss ja auch nicht unbedingt der gleiche sein, aber es wäre halt nicht schlecht. Das ist schon Diesel hier. Ja, nee, nicht unbedingt. Moment, wir gucken mal hier. Da, da ist er doch, ich sehe ihn. Zack. Einmal hinzufügen. Jawohl, ach, das ist schon eine Doppeltraktion. Wir machen eine Vierfachtraktion. Bei dem und bei dem machen wir eine Dreifach. Ändern. Wird jetzt auch nicht unbedingt das Problem lösen, aber wenn natürlich weniger Fahrzeuge hier drauf sind, dann können sie freier fahren. Das war ungefähr die Idee. Sehen wir das hier schon? Ja, jetzt ist hier die Dreifachtraktion. Mit immer noch viel zu wenig Kapazität. Das ist aber auch irre, dass die hier tatsächlich so viele Leute am Bahnhof haben. Und hier hinten eben das gleiche wahrscheinlich. Man sieht es eh schon. Ja, nach Stockach auch 443. Was hast du für eine Kapazität? Ja, das wäre eine andere Baustelle. Beziehungsweise eine andere Kapazität. Ja, wir können hier nicht massiv mehr Züge raufmachen. Wie sieht es mit Signalen aus? Ein paar haben wir. Nee. Müssen wir vielleicht tatsächlich die Züge noch ändern. Fände ich zwar schade, weil ich finde das tatsächlich sehr schöne Züge hier.
Ich würde die für den Moment lassen. Wir sind ja auch nicht darauf angewiesen, dass hier tatsächlich irgendwie jetzt alle Leute wegkommen. Wir spielen ja nicht wirtschaftlich. Gut, und hier sind ja volle Bahnhöfe. Wie soll ich sagen? Das ist jetzt optisch auch nicht so schlecht. Dann sieht man wenigstens, dass das Ding läuft. Das ist doch okay. Also gut, wir bringen die Lebensmittel hier hin. Das würde für uns heißen, wir hätten hier, das ist eine Bushaltestelle, wir bräuchten hier noch einen LKW-Port. Und müssten dann natürlich mit den Lebensmitteln nicht hier hin, sondern hier hinten hin. Da schauen wir dann, wo wir hingehen. Machen wir erstmal Kollege LKW-Port in Ruhe. Gebäude, Cargo, ja, so ein 2, genau, Two-Lane-Kollege ist eigentlich okay. Wohin mit dir? Ich hätte dich gerne, ich finde es irgendwie cool, wenn das beim Güterbahnhof selber ist. Wenn du dich zum Beispiel hier hinhänge. So, hinter dieses Häuschen. Ja, das sieht doch nett aus. Gleich mal gucken, ob wir das mit der Straße hinkriegen. Das dürfte eine städtische sein. Und dann mit Kurve. Und vielleicht sogar hier geradeaus. Ja, ich mache das mal so. Da kommen wir hier aber nicht rein. Das werden wir nicht hinkriegen. Ja, das ist zu groß. Und wenn wir hier die Kurve machen, dann geht's. Ich weiß auch nicht, was sie mit der Straße hier wollen. Wir machen die mal weg. So, dann haben wir hier so eine, ui, eine geschlängelte Kurve. Und hier geht es dann doch relativ massiv hoch. Das ist mir fast zu massiv. Ich mache das nochmal weg. Wir verbinden das hier hinten. So. Einmal da rein. Jawohl, ist ein bisschen weiterer Weg. Dafür ist das Ganze irgendwie ein bisschen organischer. Guck mal hier, da gibt es sogar eine Steilwand. Da, wo vorher die Straße ist. Oder die Straße war. Also das war definitiv nicht so ideal. So, ab nach Reichenau. Wir bräuchten hier drin eine LKW-Abladestation. Und zwar wo? Hier hinten. Okay, könnt ihr haben, da hinten. Gebäude, Abladestation haben wir hier zum Beispiel. Ja, das ist gerade eine Bushaltestelle. Machen wir dich hier hin. Zack, passt. Neue Linie von ihm hier nach hier oben. Und das wäre dann Reichenau. Stimmt das? Da ist wieder was drauf. Reichenau, jawohl. LKW, Food. Sehr schön. Depot haben wir mit Sicherheit irgendwo. Das würde mich wundern, wenn wir keins hätten. Wir haben keins. Doch, hier. Da steht's doch. Funktioniert das auch? Oder sieht's nur gut aus? Wir werden es gleich wissen. Mal gucken. Ah, sieht halt wirklich schon sehr, sehr gut aus. Hier auf dem Hügel drauf gefällt mir. So, wir brauchen LKWs, die Lebensmittel transportieren auf die Insel da hinten. Das würde mir sagen, nicht unbedingt solche riesen LKWs. Das sieht komisch aus. Eher irgendwie was Kleineres. Ja, vielleicht sowas sogar. Da weiß ich halt wieder nicht, ob es funktioniert. Ja, wenn es dann abstürzt, dann haben wir ein Problem. Moment, wir gehen nochmal kurz raus. Test, speichern, überschreiben. Ich warte schnell, bis gespeichert wurde, weil sonst bringt es nichts, wenn es dann wenn es dann abnippelt. Weil ich weiß, dass wir irgendwelche LKWs haben, die nicht funktionieren. Da stürzt mir das Spiel tatsächlich ab. Na, ein Dingens noch. Sehr gut. Fahrzeug kaufen. Ich glaube, die hier waren es tatsächlich, die Mercedes-Benz. Aber dann müssten die hier funktionieren. Sieht eigentlich gut aus. Die haben wir aber, glaube ich, schon. Aber die haben wir, glaube ich, noch nicht. Einmal dich, einmal dich, einmal dich. Und dann zu guter Letzt. Ja, noch den hier. 4 Stück, das reicht. Wir wollen die Insel da hinten nicht fluten. Wäre dann Reichenau LKW Food. Plupp, funktioniert. Und jetzt möchte ich natürlich die Fahrzeuge noch sehen. Und dieses Depot funktioniert tatsächlich. Das ist natürlich wunderbar. Weil es wirklich sehr schön ist. Also das muss ich schon sagen. Und irgendwie friedlich hier. Die Gegend. Ist halt am See. Das ist natürlich irgendwie immer eher friedlich. Und eher entspannend. Haben wir hier ein Cockpit? Ja, ja genau, dieses eine, was irgendwie mit diesem Blech ist, was irgendwie kaputt ist. Setzen wir uns hier rauf. Nochmal ein bisschen Höhe und fahren mal noch 1-2 Meter, würde ich vorschlagen. Wir können natürlich auch auf die Insel fahren. Ich weiß nur nicht, ob die jetzt gleich auf die Insel fahren. Und hier ist ordentlich Busverkehr. Mir gefällt das hier, ich weiß nicht warum. Irgendwie spinne ich gerade oder irgendwie, das hat irgendwie ein bisschen was von Urlaub. Aber frag mich jetzt nicht, warum. Ich habe gerade so ein kleines Urlaubsgefühl, wenn ich das sehe. Irgendwie sieht es einfach nett aus. Kann mir nicht helfen. Diese ganzen Gebäude, die sehen einfach schon gut aus. Auch eben das Straßendepot. Und vor allem, es sieht nicht nur gut aus,
zum Glück, es funktioniert auch. Das ist dann schon von Vorteil. Jetzt müssen wir, glaube ich, eher rechts, oder nicht? Ach nee, das dann doch nicht. Wir müssen nach hier hinten. Sind wir denn jetzt in dem Bereich, wo... Nee, hier hinten ist doch nicht der LKW-Abladedingens, oder schon? Sag mal, wo fährt der Kollege hin? Jetzt hier auf die Brücke? Ich gehe mal stark davon aus, er weiß schon ungefähr, was er macht. Sind wir in der Industrie hier in Allensbach? Da ist eine Schreinerei. Aha, nochmal einmal den hier. Das sieht aber schon ein bisschen aus, als würde er irgendwie die Brücke suchen. Da kommt gerade ein Bus daher. Ja, es geht tatsächlich auf die Brücke. Dann nehmen wir das noch kurz mit. Uns rennt nichts davon. Uns läuft nichts davon. Auch hier abenteuerlich gebaut, das Haus. Cool. Fliegt ein bisschen, aber da kann ich nichts für. Das war die KI, die das da hingesetzt hat. Da bin ich unschuldig. So, jetzt kann er hier beschleunigen. Und jetzt fahren wir auf der Brücke. Ja, wo wir vorher mit der Eisenbahn da links durchgefahren sind. In Richtung Reichenau runter. Oder rauf? Ist das ein rauf oder ein runter? Das ist ein rüber. Nach Reichenau rüber. Nicht allzu viel Verkehr, das ist gut so. Eben, ich möchte die Stadt oder das Dörfchen hier auch nicht fluten. Das muss nicht sein. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal noch rein. Weil wir haben gerade letztens hier irgendwie eine LKW, nee, eine Busfahrt haben wir gemacht, genau. Deswegen weiß ich noch, dass hier unten der Bauernhof ist. Und den lassen wir so, der passt nämlich hervorragend irgendwie hier hin, finde ich. Also über die Busse unterwegs. Hier ist nochmal ein kleiner Hugel. Da sage ich aber gerne immer wieder, die hat man halt wirklich in der Realität auch ab und zu. Und hier ist der Bauernhof. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir steigen hier aus. Und jetzt werden wir mal den Railjet in Schwung bringen. Dahingehend, dass wir die Lokomotive wechseln. Das kann jetzt irgendwie schwierig werden. Nein, wird es nicht. Wir haben den Railjet hier. Ich habe schon mal geguckt. Schnellzug nördlich Bodensee. Besten Dank für die Information. Und da haben wir wie viele? Einen. Okay, dann werden wir hier gewähltes Fahrzeug ändern. Die Lok muss weg. Und jetzt schauen wir schnell. Irgendwo hier war der Railjet, nehme ich jetzt. Ich weiß nicht, wie das plötzlich geht, dass ich ihn doch habe. Ich habe eigentlich nichts mehr geändert, aber jemand stand mal in den Kommentaren. Hi Sie, du hast etwa 7-mal über den Railjet hinweg gefuchtelt. So. Wir suchen mal. Moment, machen wir es doch folgendermaßen. Funktioniert das denn, wenn ich jetzt hier Railjet eingebe? Rail klappt schon mal. Das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Ich weiß, dass wir ihn haben. Also ich gebe jetzt hier echt nicht auf, bevor ich nicht diese Lokomotive ersetzt habe. Das hat wieder was anderes. Das sind die verschiedenen Garnituren. Da. Nee, doch nicht. Auch nicht. Das sind die drei verschiedenen Wagen. Gibt's da echt nicht. Okay, reden wir mal raus. Das ist ja nicht ein Diesel. Ist das ein Diesel? Nein, das war doch nie ein Diesel. Ich habe ihn gesehen. Das gibt's doch nicht. Und jetzt nicht bitte 3 Tage und 4 Nächte diese Lokomotive suchen. Sonst habe ich die andere eh schon verkauft. Irgendwo hier müsste das Ding sein. Da ist kein Railjet. Hier auch nicht. Ja, hier haben wir auch tonnenweise. Aber nicht was wir suchen. Das könnte... Nein, auch nicht. Ah, aber schon, wir sind in der Nähe. Nein. Nein, auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. 12 Varianten. Da, jetzt habe ich ihn. Hier, da, guck mal, ÖBB. 1216 Railjet. Ah, puh. Also, bitte den jetzt hier, zack, da vorne hin. Ändern. Und dann wollen wir natürlich schnell gucken. Wie sieht das jetzt aus? Aha, wir sind gerade in einem Tunnel drin. Ui, mit ordentlich Tempo. Ja, nee, das ist aber der Steuerwagen. Die Lok ist hinten. Ja, das ist natürlich blöd, wenn wir jetzt den Zug uns ansehen wollten. Aber ihr könnt es natürlich so machen. Da. Moment, machen wir es so. Gehen hier zurück. Ich hab's gleich. Sag mal, bleibst du da nicht? Ach nee, wenn ich natürlich die Kamera bewege. Da ist die Kamera wieder weg. Wir fahren mal oder wir lassen ihn mal an uns vorbeidüsen. So, da sehen wir ihn. Jawohl, und hier ist die Lokomotive. Wunderbar, dann haben wir das tatsächlich auch geregelt. Da kommt gerade noch ein anderer Regio. Sehr schön. So, was wir jetzt machen, wir gehen zurück. Jetzt muss ich gucken, wo das war. Genau, hier, dieses Wallhausen. Da haben wir gesagt,
wie machen wir das jetzt? Muss ich schnell schauen. Genau, mit Schiffen nach Überlingen. Also sprich, die Nahrung. Jetzt muss aber die Nahrung erstmal noch nach Walhausen und das wäre wieder etwas für LKWs. Und wenn wir jetzt den Effekt haben, dass wir hier hinten Lebensmittel abliefern, im Idealfall natürlich, die kommen von... Und wo kommen die denn? Von hier oben? Kann das sein? Allensbach Food Transfer, genau. Ja, sonst müssen wir gucken, dass die noch ein bisschen mehr Getreide kriegen, dass in die Gänge kommen. Und da oben kriegen wir aber auch Getreide. Wir kriegen eigentlich von überall Getreide. Ja, na, wir lassen es mal. Da, wir machen jetzt mal das Ganze so, dass es funktioniert, wenn wir die Nahrung kriegen, würde ich vorschlagen. Würde heißen, lass mich schon gucken, ja eben. Im Prinzip hier mit dem LKW nach hier oben und hier in Walhausen gucken, wo haben die hier den Bedarf an Lebensmitteln. Hier runter müssen wir aber auch noch. Ja, da müssen wir zwei Linien machen, definitiv. Also wo brauchen die Damen und Herren hier die Brötchen? Man sieht es hier. Das heißt, wir schnappen uns, sagen wir mal, dieses gelbe Teil und hängen das mal hier hin. Dann brauchen wir eine neue Linie. Wäre von hier einmal hier runter zu diesem LKW-Port. Und das wäre dann für das Städtchen nicht Allensbach, sondern Walhausen. Walhausen, dann wieder LKW und dann wieder Food. Okay, jetzt haben wir rausgefunden, wir haben ein Depot. Irgendwo hier hinten. Das nehmen wir doch gleich wieder, oder? Haben wir hier ein Depot? Ja, hier haben wir auch eins. Nehmen wir das hier. So. LKWs. Ja, vielleicht jetzt sogar tatsächlich mal wieder ein bisschen größere, weil die fahren ja über Land. Zumindest ein Stückchen fahren sie über Land. Lebensmittel haben wir. Nehmen wir mal vier Stück. Ach nee, das sind zu viele. Das ist ja nur für dieses kleine Städtchen. Wir machen drei von denen. Das heißt, einer... Moment, nicht alle. Nee, nee, nee. Einer muss wieder gehen. So, und ihr kommt auf die Linie. Rauszoomen. Allensbach. Nee, was war's? Auch nicht Reichenau, sondern... Jetzt finde ich es nicht. Wo ist denn meine Linie hier? Sag mal. Wie hieß das Städtchen? Traktor, Walhausen, LKW Food. Da haben wir's. So, sehr gut. Also, die sind zuständig hier für dieses Städtchen. Diese doch relativ großen LKWs. Die werden jetzt zu Beginn noch keine Lebensmittel kriegen, das ist klar. Die müssen sich ein bisschen gedulden, bis sie da unten die Lebensmittel kriegen. Was wir aber jetzt eben auch noch haben, ist der Effekt oder der Umstand, dass wir hier eine Linie brauchen. Das ist natürlich relativ umständlich, was wir jetzt machen, aber ich finde es halt cool. Also eben mit dem Zug Lebensmittel hierhin, mit dem LKW hierhin, mit dem Schiff hier rüber und hier mit den LKWs in die Stadt rein. Das ist nicht wirtschaftlich, aber es macht Spaß. Genau deswegen machen wir es. Also, das wäre dann hier im Prinzip... Ja, Food Transfer. Wie soll man das denn um Gottes Willen nennen? Das ist, sagen wir mal, Allensbach. Ja, wobei es ist ja für Überlingen. Machen wir Überlingen. Wie geht gleich nochmal mein Ü? So, Überlingen. LKW. Transfer. Haben wir noch einen Hafen? Transferhafen. Okay, gut, würde passen. Ein Depot haben wir ja hier. Kaufen wir uns weitere LKWs. Da würde ich gleich mal was Ähnliches noch nehmen. Ja, zum Beispiel mal die hier. Ein solchen. Ist ein bisschen weiter, das heißt, wir machen vier Stück. Ach, machen wir doch gleich mal fünf. Zuweisen. Wäre Überlingen. Da habe ich noch ein großes B drin. Überlingen, Transferhafen. Würde passen. Einmal kurz die Linie, dankeschön. Dann machen wir hier ein kleines B. Ein B wie Bertha. So, ich dachte schon, als ich geschrieben habe, sieht komisch aus. So, nochmal ein paar LKWs. Wunderbar. Freut mich. Die sehe ich natürlich gern. Habe ich jetzt lauter gleiche? Nee, die haben nur einfach alle in orangen Dingens hier drin. Ah, schon auch cool. Also diese wirklich fetten LKWs, die gefallen mir halt schon auch sehr gut. Das ist halt einmal mehr. Es ist einfach Verkehrsdecke, wenn man sowas hat. Gut, also das würde auch in der Theorie zumindest funktionieren. Das heißt, wir kriegen hier die Lebensmittel hin und jetzt müssen wir mit dem Schiff darüber. Das würde ich sagen, wir schauen mal schnell, was kann er alles transportieren. Dafür bräuchten wir Kollege Werft. Wo haben wir denn hier die Werft? Irgendwo haben wir doch hier mit Sicherheit eine Werft, sonst hätten wir keine Schiffe. Das hier ist irgendwie... Oder ist hier eine Werft drin?
Walhausen Hafen. Gehen wir ein bisschen raus. Hier, da ist ja eine Werft tatsächlich. Fahrzeug kaufen. Die Rigi haben wir, glaube ich. Oder ist es die Wilhelm? Schiff 9, aha. Ich muss schnell gucken. Schiff 9 sagt mir nicht viel. Tatsächlich die Rigi. Okay, ich muss rausfinden, ob die auch Food transportieren. Le Rigi. Gut versteckt. Moment, machen wir hier mal Cargo. Wilhelm, hier ist die Rigi. Die transportieren alle Gütertypen. Sehr schön. Ja, dann transportieren sie natürlich die Lebensmittel auch hier rüber. Haben wir hier einen LKW-Port? Oder wie haben wir das hier gelöst mit dem... Achso, nee, das ist ja umgekehrt. Nee, jetzt muss ich aber doch schnell gucken. Der transportiert ja Treibstoff. Von wo kriegt er denn den? Mal die Linien ankicken. Interessant. Irgendwie? Hä? Wie funktioniert das denn? Oder kriegt er von hier den Treibstoff und liefert den nachher hinten? Das kann schon sein, aber wie kommt der Treibstoff dann hier in die Stadt rein? Lass mich mal schauen. Ach, okay, der ist sowieso hier vorn. Deswegen. Wo sind denn die Lebensmittel? Die sind hier hinten. Gut, dann brauchen wir noch LKWs, die nachher hinten düsen. Also, brauchen wir wieder eine Haltestelle. Dann machen wir mal die hier. Die machen wir hier hin. Und jetzt brauchen wir aber hier unten natürlich auch noch was. Wir haben nämlich hier unten tatsächlich nichts. Finde ich erstaunlich. Also, dann machen wir hier aber ein Einliner. Single wäre es gewesen. Hier ein bisschen ans Wasser ran. Ja, ist doch ein schönes Ding für so eine LKW-Power zum Wasser dran. Einmal gemacht. Sehr schön. Ein Depot. Was ist das hier? Nee, da ist eine Straßenbahn unterwegs. Das heißt, hier haben wir kein Depot. Haben wir hier hinten eins? Das da. Ja, aber das bringt uns natürlich nichts. Die können ja nicht hier übers Wasser, die LKWs. Das heißt, wir brauchen hier noch ein Depot. Jetzt ist das hier aber ein bisschen krumm, oder nicht? Nee, das gefällt mir nicht. Ich nehme das nochmal schnell weg. So, setze es nochmal hin. Ja, es wird halt automatisch ein bisschen krumm. So ist es parallel. Ja, so ist okay. Gut, dazu ein Depot haben wir gesagt. Tram-Depot bringt nicht viel. Vielleicht eine Garage mal wieder. Hier oben eine Garage hin, fände ich gar nicht so schlecht. So ein bisschen an die Eisenbahn ran. Da haben wir doch ein Depot, aber das ist halt das Straßenbahn-Depot. Also das funktioniert nicht für unsere Idee mit den LKWs. So, einmal hier runter. Ja, fügt sich doch gut ein. Hier die Bahn, sehr schön. Also Fahrzeug kaufen. Wäre wieder innerstädtisch, da würde ich auch nicht übertreiben. Vielleicht irgendwie sowas. Ja, machen wir mal die hier. Dann machen wir 3 Stück. Kaufen, zuweisen. Wäre... Walhausen? Nee, Blödsinn. Überlingen. Habe ich die Linie schon benannt? Sonst müssen wir hier eine Linie 1 haben. Nee, ich habe doch die Linie noch nicht benannt. Habe ich die Linie überhaupt schon gemacht? Nein, auch nicht. Eins nach dem anderen. Nee, erst keine Linie. Neue Linie von hier nach hier hinten. So, und das wäre dann schlussendlich tatsächlich Überlingen. Also wieder das Ü. Nee, das ist nicht das Ü. Warte, ich sage nochmal das Ü. Immer so eine Sache mit der Schweizer Tastatur. Sonst machen wir Ueberlingen. So, bevor ich hier wieder ewig lange suchen muss. Überlingen, LKW. Ja, Food. Das haben wir. So, jetzt kann ich nämlich die Fahrzeuge auch zuweisen. Jetzt, wo ich eine Linie habe. Die hier wäre es gewesen. Einmal runter und gucken. Ja, auch sehr schön. Auch eher alte LKWs. Die passen aber hervorragend hier in Städtchen. Wenn man hier guckt, hier das Tramdepot, ich glaube, das hat nicht funktioniert. Aber das hat irgendwie wegen den Oberleitungen damals nicht funktioniert. Weil das Ding, glaube ich, keine Oberleitung hat. Das wurde halt gebaut, wie soll ich sagen, oder gemoddet, als die Straßenbahnen, glaube ich, noch keine Oberleitungen hatten. Das ist, glaube ich, auch hier später mit einem Patch oder mit einem Update reingekommen, hier bei Transport Fever 2. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Gut, also, dann hätten wir das. Im Prinzip haben wir es jetzt soweit. Die haben Food, die haben Food. Hier hinten, wie sieht es in Bodman aus? Die müssen auch Food haben, die haben. Dann haben wir hier Radolf Zell. Jetzt dachte ich gerade, stürzt ab, macht doch nicht so Sachen. Genau, da dachte ich irgendwie, dass die auch Lebensmittel brauchen, aber hier ist ja noch eine Lebensmittel. Fabrik. Hier Reichenau hat Food und auch die Städte hier haben Food.
Das mit dem LKW hier runter haben wir ja gemacht. Oder wollte ich das noch machen? Nee, haben wir. Wir haben hier tatsächlich auch Food. Gut, passt. Dann würde ich sagen, jetzt wo wir die ganze, ja, die ganze Küste hier versorgt haben, tatsächlich mit Food, jetzt kommen wir wieder zu den Personenzügen zurück. Das wäre mir ein Anliegen. Ich hätte gerne weitere, viele, viele Personenzüge. Von wo nach wo? Da gab es ein paar Ideen. Zum Beispiel von Salem runter nach und so weiter. Irgendwie fände ich es interessant, wenn wir mal so eine grenzübergreifende hätten. Zum Beispiel, also eine Direktverbindung. Zum Beispiel von Salem, das haben wir ja hier unten mit dem Berliner Bahnhof. Das war irgendwie nach Lustenau düsen oder nach Bregenz. Wir müssen nur aufpassen, hier hinten. Irgendwann wird es hier schwierig mit den Zügen, weil das sind einfach nur zwei Gleise. Und dabei bleibt es auch mal ein Momentchen noch. Aber ich denke, im Moment ist noch okay. Das hier ist übrigens die Hybridstrecke. Oh, ja, die Hybridstrecke. Da habt ihr auch schon in die Kommentare geschrieben. Da habt ihr natürlich absolut recht. Wir wollten hier noch weitere Fahrzeuge raufsetzen. Und das machen wir jetzt auch mal. Ich würde mal 4 weitere raufsetzen. Wenn die stehen und Probleme haben, nehmen wir wieder welche raus. Mir geht es tatsächlich darum, ich möchte, wenn ich sowas habe, irgendwie, wenn ich hier so rumdüse und sage, wir düsen nach Bregenz, dann soll hier auch ein Zug durchfahren. Und das sind Gleise, die nur der Hybrid nutzt, also von daher müsste das eigentlich problemlos funktionieren. Dass der hier dann irgendwann mal durchdüst. Jetzt gucke ich gerade, der ist eigentlich weg. Ach, der fährt in die andere Richtung. Okay, warum fährst du nicht? Man reicht mir mal schnell. Ach, jetzt fährt er. Jetzt, wo ich gerade die Linie haben wollte. kann man hier nicht noch ein Signal machen? Da ist eins. Man kann doch hier einen Block machen. Da kann der auch ein bisschen freier fahren, der Kollege. Signal. Für rechts. In die Richtung bitte. Aha, guck mal an. Da ist er, der Hybrid, der hier lang donnert. Sehr schön, sehen wir den doch auch noch. Deiner mal kurz mitnehmen. Und dann werden wir schauen. Ich würde tatsächlich von Salem gerne direkt nach Bregenz rein. Das ist halt schon ein cooler Zug. Wie schnell ist er gerade? Doch fast die 300 schon, guck mal. Das Ding hat halt schon eine Power, ganz krass. Also von Salem raus, runter nach Bregenz. Also von Deutschland sozusagen nach Österreich. Das werden wir gleich angehen. Würde ich mal lassen. Würde heißen, wenn es irgendwie geht, natürlich mit Gleisen, die wir schon haben. Dabei bleiben wir. Geht hier unten auch schon was weg? Nein. Das wäre natürlich eine Option. Oder wo führen die hin? Aha, jo, das ist irgendwie... Nee, das ist Ravensburg. Wir können natürlich schon hier rauf. Ja, guck mal, hier können wir im Prinzip in die Richtung. Und dann geht das hier runter. Ich glaube... Wisst ihr was, da können wir Gleise nutzen, die wir schon haben. Da müssen wir eigentlich gar nichts bauen, wenn man es genau nimmt. Wir müssen hier irgendwie ein anderes Terminal wahrscheinlich noch nehmen. Wir schauen mal schnell. Das ist ja belegt, das Ganze. Dass wir hier rausgehen und da vorne irgendwie dann in die Gleise reindüsen. Gerne mit einem schnellen Gleis. Ach, das ist eh schon hier irgendwie so. Ja. Also, hier gerne ausfädeln. Auch gerne ein bisschen mit Tempo. Muss nicht, aber kann. Und dann hier rein. Dann wäre das für den Moment eingleisig. Von der Brücke her passt's. Nee, passt's nicht. Ist ja mit einer anderen Brücke. Warum das denn? Nö, möchte ich nicht. Möchte die gleiche Brücke haben. Hat ja einen Grund, warum wir die andere genommen haben. Nein, um Gottes Willen. Die Straßen. Schiene. Die hier. Ja, jetzt ist es die richtige Brücke. Muss man halt andocken, dann funktioniert das auch. So, mitkommen. Hier vorne rein. Ja, dann passt. Ist ein anderes Gleis. Ist aber tatsächlich die gleiche Brücke. Hier rein. Einmal den hier. Jetzt würde ich sagen, wir werden schon die Signale kurz machen. Beziehungsweise korrigieren, was wir korrigieren müssen oder sollten. Und nehmen hier mal wieder diese KAS-Dinger. Die haben wir auch schon Ewigkeiten nicht mehr. Ja, machen wir hier mal noch. Und dann habe ich hier eins gekappt. Das würde heißen, hier nochmal. Jetzt können wir schauen, im Prinzip, das ist alles bereits fertig. Hier vorne geht es rein. Dann geht es hier lang. Da dürfen wir auch, da können wir auch gerne einen schnellen Zug nehmen. Hier rein, hier rein. Ja, und das führt uns halt automatisch, zwangsläufig dahingehend, dahin, wo wir hinwollen. Hier nämlich nach Bregenz rein. Allerdings auch hier werden wir jetzt schnell gucken, während schon wieder ein Hybrid durch ist. Das hat sich also schon mal gelohnt hier.
Wo wir hier rein wollen. Das Gleis wäre frei. Hier wären Gleise frei. Ich würde eins von hier mitnehmen. Ja, machen wir doch wieder mal das alte Gleis. Und dann irgendwie hier rein düsen. Kann ich hier raus? Jawohl, kann ich. Einmal die Kurve hier rein. Und dann passt das bereits. Hier vielleicht sogar irgendwie eine Weiche. Oder sollen wir dich mal mitnehmen? Wir machen das mal so. Wir nehmen den mal noch mit hier, den Kollegen. So, einmal diesen. Dann hier gerne nochmal eine Weiche. Wenn es geht, müsste eigentlich. Jawohl, geht auch. Okay. Signal würde ich hier keins machen. Wir lassen dem die Fahrt. Fahrt, jetzt ist aber natürlich das hier. Käse. Das muss nochmal weg, sonst steht da auf der Weiche drauf. Da muss das Signal tatsächlich hier hin. Wenn ich es hinkriege. Achso, vielleicht nicht in die Weiche rein, genau. Machen wir es hier hin. Gut. Ja, das würde bereits funktionieren. Ich würde sagen, wir machen schon mal die Linie. Wir müssen dann gucken wegen den Terminals halt. Und hier die Doppellines. Damit wir eben auch wirklich was sehen. Also von dem Bahnhof ginge es nach Bregenz runter. Das wäre hier. In diesen Bahnhof rein. Funktioniert. Wie sieht's aus? Mit Dingens. Moment. Hauptbahnhof Rorschach. Sag mal, ich bin leicht falsch. Wie komme ich jetzt nach Rorschach? Hä, völlig verrutscht. Ich dachte gerade, ich habe doch gerade was ganz anderes gebaut. Hier rein. Hier, das war die Idee. So, man sieht, ja, ja, das passt. Das wird sogar so gemacht. Wie wir es wollten, zweigleisig. Heieiei. Ich dachte gerade, das gibt's doch nicht. Wie sieht das denn aus? Moment, ich brauche mal nur die Linie. Also unsere. Damit wir sehen, ob das alles zweigleisig ist. Es müsste eigentlich zweigleisig sein. Ja, ist es auch. Und die Signale, die stehen ja schon von den anderen Linien, die wir haben. Oh, jetzt geht aber hier unten unterirdisch in dieses Gleis rein. Wie sieht das denn aus? Nee, da benutzt er ein Gleis, das wir schon haben. Wir wollen hier oben rein. Und zwar sah dem Zentral in die... Uff, okay, was ist das? Nochmal schnell gucken. Das sind ein paar Gleise. Die 15? Nee, das ist er auch nicht. Wo wollen wir denn genau hin? Hier, in dieses Gleis. Hier, in das hier. Das ist noch schwierig zu erkennen, tatsächlich, wenn hier dieses Dingens im Weg ist. Und das wäre die 14, müsste das sein. Jawohl. Richtig geraten. Wobei, ich habe sie gesehen. Gut, das passt also auch. Zweigleisig haben wir. Jetzt können wir das noch benennen. Das ist natürlich keine Regio. Das ist im Prinzip ein internationaler Zug. Wie heißen die denn? Ist ja dann kein Interregio? Schweiz, Blödsinn, Österreich, Deutschland. Ich weiß es tatsächlich nicht. Wir machen mal. Wisst ihr was? Das ist wahrscheinlich falsch. Wir machen IR International. Salem. Bregenz. Okay. Ja. Wir wissen, was es ist und das ist mir das Wichtige. Haben wir hier ein Depot? Ja, hier oben. Führt uns das in irgendeiner Form in unser Gleis rein? Nein, nicht mal annähernd. Das können wir aber basteln. Indem wir vielleicht hier irgendwie... Haben wir noch ein Gleis hier? Ja, das sind aber Durchfahrtsgleise. Hier haben wir doch noch eins. Kommen wir hier irgendwie runter? Moment. Wir nehmen mal das hier. Dass wir hier irgendwie unten durchkommen. Ja, das wird schwierig. Vielleicht irgendwie so und dann wieder zurück. Wir brauchen einfach... Ich baue es mal und gucke. Ich glaube nicht, dass es geht. Vielleicht mit N runterdrücken. Nee, geht nicht. Okay, müssen wir anders lösen. Werden wir anders lösen. Wenn wir es so nicht hinkriegen, dann werden wir es sowieso anders machen. Mit einem anderen Depot. Aber das müsste eigentlich machbar sein. Hier vielleicht dann halt mit einer Brücke hier rüber. Oder Gleise sogar kreuzen. Und dann hier rein. Und dann werden wir da vorne in unsere Strecke reinkommen. Jo, würde passen. Das Ganze, das machen wir dann morgen. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, ja, dass wir uns morgen wiedersehen. Dann werden wir mit diesem internationalen Zug dann mitfahren. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.